Ricktastisch geht es weiter auf der Map Hoof City von Hoover 09 mit der Snake Selten. Ich habe mein Inventar durchgeschaut und gesehen, die geht nur noch 5 Tage, das heißt, da will ich noch zumindest ein Video mit der raushauen. Und deshalb jetzt hier. Das ist zwar nicht unbedingt eine Sniper-Map, aber ich habe ja auch noch die Falcon. Und mit der kann ich mir da hoffentlich aushelfen. Auch wenn die Schüsse da ziemlich schnell weggehen. So, mal schauen. Ich suche mir hier ein paar Häuser. Oh, das ist gut. Ich habe noch nicht so ganz überrissen, wo denn die anderen immer spawnen. Denn das ist ziemlich gut verteilt hier alles. Auch eine kunterbunte Map. Mit hier oben. Ha! Da war die Snake schon mal gut. Oh, Sackgasse. Das ist Sackgasse. Wir kommen hier nicht weiter, Kollege. Kollege. Hier nix. Oh, danke schön. Oh, danke. Das war genial. Moment, wer war das? Ehre, wem Ehre gebührt. Vielen Dank. Lauf nicht weg, Schisora. Jetzt habe ich hier einen ziemlich coolen Platz. Oh, oh. Ah, der gehört zu uns. Einen ziemlich coolen Platz, weil ich auf seinen Kopf gesprungen bin. Aber egal, ich verziehe mich mal wieder. Oder noch weiter rauf. Obwohl, da geht jetzt der Spieler hin. Oh, oh. Da kommt... Oh, die sind alle von uns. Das ist gut. Ja, ich verziehe mich einfach mal wieder irgendwo anders hin. Und schau mir die Map an. Hoof City, der Hoover. Ein Hoover ist ja so ein... Das wäre auch mal geil, so ein Fortbewegungsmittel. So eine Hoover-Plattform. Ah, alle Stellen schon besetzt. Es gibt zwar genügend, aber wir sind 6 gegen 6. Wow! Nein, nein, nein! Oh, noch vom Schock zurückgeblieben, weil ich da einfach so abgedrückt habe. Das will ich manchmal gar nicht machen. Und dann hat man das Glück und trifft trotzdem. Wenn er wirklich... Nein! Wenn er wirklich so nahe dran steht, dass man eigentlich nur treffen kann, egal was man macht. Nein, 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 nein. Wo ist er? Oh, da war er. Oh mein Gott. Die armen Schüsse, nur noch 8 Schüsse. Okay, jetzt muss ich sowieso auf die Snake umsteigen. Was gibt... Oh, ah, gute Stelle, gute Stelle. Sehr gute... Ah, na, ich sehe nichts. Doch, dich sehe ich. Nein! Nicht gut getroffen. Mann. Ich hoffe, ich werde... Das gibt... Uah, Entschuldigung. Das gibt's ja wohl echt nicht gerade. Hier, ich wurde entdeckt. Oh, und bin fast verreckt. Nein, da waren keine Schüsse mehr drin. Ich denke mir schon, wieso hörst du auf einmal auf zu schießen? Was soll denn das? Ja, 5 Tage noch, die Snake. Ich würde ja eigentlich mehr aufnehmen. Aber jetzt kommt ja vielleicht... Naja, das muss nicht sein, aber Updates kommen immer. Vielleicht auch irgendwann Season 3. Und wenn ich da jetzt echt im Voraus schon viel aufnehme, dass ich auch einige Folgen mit der Snake machen kann, auch wenn sie dann in 5 Tagen abläuft. Aber ich habe dann trotzdem noch Videos, das könnte ich ja so machen. Aber eben, wenn dann ein Update kommt oder so, will ich keine alten Schinken hochladen, sondern schon... Oh, oh, Ostereier. Sondern schon immer Videos von den neuesten Updates auch entsprechend. Und das geht eben nicht, wenn ich hier im Voraus aufnehme, so wie man das normal mit Singleplayer-Spielen macht. Habe ich schon oft erwähnt, aber ja, das ist immer die Sache dann mit den seltenen Waffen. Jetzt aber, jetzt, den muss ich erwischen. Yes. Der Krieger. Und yes. Das ist immer gut. Ein paar... Uah. Jetzt war ich unabsichtlich im zweiten Scope-Modus. Das schreiben auch immer viele. Hey, wieso benutzt du die Snake gar nicht mit der zweiten Zoom-Stufe, aber irgendwie ist mir die unsympathisch. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Oh, wir liegen um 6 Punkte hinten. Das müssen wir ändern. Ich kann es nicht beschreiben. So zweimal reinzoomen, das ist mir zu nahe. Da müsste ich meine Maus-Sensibilität... Komm, nochmal her. Maus... Nein! Maus-Sensibilität umstellen. Upp. Aber da will ich nicht extra immer bei Snake und dann gewöhnt man sich um. Sondern ich finde die eine Zoom-Stufe ganz... Die Zoom-Stufe ganz praktisch. Hey, wer killt den? Ganz praktisch, denn da wird auch nicht so nah herangezoomt als normalerweise bei einer Sniper. Und ja, das ist schon ganz nett.
kann man auch größere Bewegungen... Was? Komm schon! Kann man auch größere Bewegungen mit der Maus machen. Ohne, dass man sich gleich so viel bewegt. Weil hier, hier bewege ich mich so. Und hier gleich viel mehr. Und das, damit komme ich nicht wirklich klar. Deshalb finde ich das ganz, oh, ganz praktisch. So wie es ist. Ja, und dabei bleibe ich auch. Nein! Tja, zum Glück hast du dich nicht bewegt. In die andere Himmelsrichtung. Ich glaube, wir müssen dieses Gebäude stürmen. Hier, das ist das beste Gebäude irgendwie. Da spawnen auch immer alle. Oh! Jetzt verstehe ich die Map. Nein! Ich dachte, hier spawnen alle. Alter Falter. Verwalter vom Schalter. Oh. Jetzt. Uah. Bazinga. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Einen Sniperschuss ins Gesicht. Oh. Der hat sich... Nein, nicht selbst, aber der ist an einer Granate gestorben. Hier gefällt es mir. Man muss immer nur so eine Stelle auf jeder Map finden, wo man sich's bequem machen kann. Okay, wo glaubt er jetzt? Glaubt er, ich komme links oder ich komme rechts? Boah, das war knapp. So, jetzt stürme ich aber mal vor, denn das kann es ja wirklich nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit campe. Obwohl, das würde ich gar nicht campen nennen. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir, immer hier hinten bin und auf und ab laufe, dann verteidige ich eigentlich nur die Position. Campen wäre für mich, in anderen Shootern geht das ja auch, dass man sich auf den Boden hinlegen kann und dann kann man nicht laufen. Und die legen sich einfach irgendwo in ein Haus hinein, sagen wir jetzt mal, und warten da wirklich die ganzen 10 Minuten einer Runde, nur bis jemand vorbeikommt. Also hier, ich lege mich jetzt in die Ecke. Oh oh. Ja, jetzt lege ich mich sowieso in die Ecke, weil ich tot bin. Und keiner sieht mich. Und ich warte nur, bis da jemand zufällig vorbeiläuft und ich ihm genau einen Headshot verpassen kann. Das ist ja das eigentliche Campen. Aber trotzdem, ich will nicht eine ganze Runde hier nur an einer Stelle von der Map bleiben. Aber ansonsten verteidigt man einfach nur seine Position. Richtig campen kann man im Brickforce gar nicht. Das wäre hier jetzt, wenn ich hier in der Ecke liege und einfach nur warte, bis da irgendjemand kommt. Der sieht mich nicht, weil ich am Boden bin. Und dann drücke ich eben ab. Hier, der hat mich vermutlich jetzt nicht gesehen, der gehört aber zu uns. Und dann hätte ich einfaches Spiel. Und das ist in meinen Augen auch campen, aber wie auch immer, ich will trotzdem sowieso immer überall herumlaufen und alles gezeigt haben. So, jetzt probiere ich hier noch raufzukommen. Ja, lasst mich. Ja, habe ich ein Glück, da ist gerade niemand. Wow. Hammer Time, wieso mache ich nicht Hammer Time? Oh, was war das? Mamba oder Viper? Eine von beiden. Hat jetzt auch auf die Sniper gewechselt. Oh, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Oh, wie wir beide gefailt haben. Aber sowas von. Ja, ich bin am Dach angekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das hier jetzt schaffe. Was mache ich jetzt? Kommt der gleich? Ich bin mir sicher, er kommt. Ich bin mir sicher. Boah. Hier. Aber wieder abchecken. Vielleicht einfach eine Granate runterwerfen. Okay, scheint sicher zu sein. Erstmal, wo sind alle? Ich sehe hier nur unsere Leute. Hilfe! Hier. Boah, und wieder weg. Oh, die Stelle ist gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich da so lange halten kann. Ich gehe mal wieder eins runter. Hier ist es auch nicht so schlecht. Was soll das sein? Hier so ein Pluszeichen, sowie das erste Hilfe. Krankenhauszeichen. Okay, ich mache mit. Hammerduell, ich mache mit. Ich bin dabei. Da sind wir dabei. Das wird super. Viva Colonia. Schilling, bist du blöd? Oder nicht? Das verrät uns jetzt gleich das Licht. Da drin. Komm noch ein bisschen. Ja, nein. Fail. Das war der epische Fail, der Fail. Oh, was ist das für eine Waffe? Bei Nahkampfwaffen bin ich echt ein Noobie-Noob-Noob. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Was war das? Ein leuchtender Lolli? Eine Fackel vielleicht von Halloween? Ich habe echt keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht frage ich ihn dann noch gleich. Ich frage ihn jetzt schnell, dann habe ich noch hier direkt im Video eine Antwort.
schauen, wie heißt deine Nahkampfwaffe? So, und kaum chatte ich, bin ich tot. Deshalb chatte ich normalerweise nicht, aber das wollte ich jetzt eben wissen. Oh, wieso führen wir jetzt auf einmal wieder? Haben sich die Teams irgendwie geändert? Jedenfalls führen wir jetzt. Zwar nicht so, Haus hoch. Aber wir führen. So, mal schauen, ob er mir noch antwortet. Antwortet. Oder nicht. Vermutlich weiß da sowieso jeder besser Bescheid mit den Infernum Streichholz. Danke, Eichelmann, für die Antwort. Gut, habe ich nicht gewusst. Wow, das war jetzt schnell zu Ende. Ich habe gar nichts geklickt. Yo, da hätten wir schlussendlich noch gewonnen. Ich glaube, irgendjemand mit Premium ist da noch reingekommen. Deshalb haben wir dann so überlegen gewonnen. Obwohl überlegen, wir haben wieder aufgeholt. So, 10 Punkte. Auf geht's. Wo ist er hier? Infernum Streichholz. Keine Ahnung. Ah, das vom Logo. Von der Infernum-Ausrüstung. Aha, alles klar. Moment, Shop. Gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Nahkampf. Yo, aber wie gesagt, ich kenne maximal hier Schaufel und Spielzeughammer. Mehr dann auch wieder nicht. Mir reicht das irgendwie. Da muss man sich nicht so auskennen. Genau, Aktenkoffer vielleicht noch. So, was gibt's aber jetzt hier? Heiße Ware? War da irgendwas? Nein. Okay. Das war Hoof City von Hoover 09. Eine kleine, aber feine Map. Mal schauen. 09? Ich glaube, das war richtig. Jo. Und Bricktastisch geht's dann auch beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!